Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex Quest, wo du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit euch mal darüber sprechen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir eben ein Cop-DLC in GTA Online erhalten werden. Und das vielleicht sogar schon im Dezember. Um alles zu verstehen, ist es bei diesem Video wirklich extrem wichtig, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, denn da spreche ich dann nochmal alles zusammengefasst über eben das ganze Thema und dann wird es alles noch klarer. Aber labern wir auch nicht ewig herum, sondern fangen direkt mal mit dem an, was wir sicher über das nächste Update von GTA Online wissen. Wir wissen zu 100%, dass das neue Update noch im Dezember 2017 erscheinen wird, aus folgenden Gründen. Erstens haben wir in den vergangenen Jahren immer im Dezember ein Update bekommen, welches dann alle bisherigen Updates des Jahres übertroffen hat. Das war 2015 das Exclusive and Other Criminals DLC, wo wir die ganzen Yachten ins Spiel bekommen haben. Und dann 2016 das Import und Export DLC, wo wir dann die Firmengaragen und die Büros in das Spiel reingebracht bekommen haben. Der zweite Grund ist, dass uns Rockstar in einem Newswire-Post bereits das neue Update angekündigt hat und in dem Post sagt, dass es noch dieses Jahr erscheinen muss, da aber der November ausgebucht ist, muss es also im Dezember sein. Und drittens wissen wir, dass Rockstar im Moment bereits das nächste DLC testet und somit in den nächsten 2 bis 3 Wochen veröffentlichen wird. Ein ausführlicheres Video zu dem Thema habe ich bereits vor 2 Tagen hochgeladen, könnt ihr euch ja nochmal anschauen, falls euch das ganze Thema interessiert, warum sie es gerade testen und woran man das weiß etc. Ich glaube, jetzt sind wir uns alle einig, dass auf jeden Fall das nächste DLC im Dezember erscheinen wird. Aber was wissen wir denn noch? Das einzige, was Rockstar offiziell zum nächsten Update geschrieben hat, ist: Weitere Inhalte für GTA Online erscheinen im Laufe des Jahres, darunter neue Waffenfahrzeuge und Portfolioerweiterungen bei Legendary Motorsport, neue Immobilien von Maze Bank, Foreclosures und mehr. Somit wissen wir, dass wir auf jeden Fall neue Inhalte für Legendary Motorsport und Maze Bank Foreclosures erhalten werden. Auf dieser Seite gibt es ja im Moment die Bunker, die Bikerhäuser und die Hangars. Somit unsere Basen im Moment. Also kann man davon ausgehen, dass wir bei dem nächsten DLC wieder eine größere Basis bekommen werden, von der wir dann operieren müssen, ob das jetzt schon wieder solche Verkaufs- und Kaufmissionen sind, beziehungsweise Sammelmissionen, die ihr dann verkauft, oder ob das mal ein ganz anderes Spielkonzept ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber genug davon. In diesem Video soll es ja eigentlich darum gehen, wie realistisch ein Polizei-DLC im Dezember wäre, beziehungsweise generell, wie realistisch ein Polizei-DLC in GTA Online wäre. Dazu habe ich mal 5 Dinge rausgesucht bzw. überlegt, welche ziemlich stark dafür sprechen. Erstens veröffentlicht Rockstar L.A. Noire, ich hoffe, ich habe es ganz richtig ausgesprochen, im Moment. Dort muss man als Detektiv oder Polizist eine Reihe von Mordfällen in Los Angeles aufklären. Aber warum sollte es ein Grund sein, dass Rockstar ein neues Spiel veröffentlicht, warum wir dafür auch ein DLC bzw. ein Polizei-DLC in GTA Online erhalten sollten? Wie ihr sicher alle wisst, haben wir im Sommer das Smugglers Run DLC für GTA Online erhalten. Und, oh Wunder, es gab schon mal ein Spiel von Rockstar, welches auch den Namen Smugglers Run trug. Hier musste man als Schmuggler quer durch verschiedene Levels rasen und Schmuggelware abgeben. Somit kann es doch gut sein, dass Rockstar das gleiche auch bei L.A. Noire machen wird. Ein weiterer Aspekt ist, dass Rockstar natürlich möglichst viele Exemplare von L.A. Noire verkaufen möchte. Wenn Rockstar nun ein DLC rausbringt für GTA, wo wir ein ähnliches Spielerlebnis bzw. Spielkonzept haben und oder ähnliche Dinge einfach machen müssen und dann viele Leute das einfach cool finden, dann werden sie sich vielleicht mehr über das neue Spiel informieren und das sich dann vielleicht auch kaufen. Damit würde Rockstar wieder Profit machen. Daher ist es eigentlich eine super Werbung für Rockstars neues Spiel. Mir ist bewusst, dass es eine ziemlich wackelige Vermutung ist, daher machen wir mal schnell weiter mit dem nächsten Punkt, der dann doch wieder etwas mehr Boden halt hat sozusagen. Der zweite Punkt, wieso dieses DLC in GTA Online durchaus realistisch ist, ist der, dass wir bereits in älteren GTA-Teilen die Möglichkeit bekommen haben, als Cop die Welt zu erleben. In GTA 4 konnte man einen Polizeiwagen klauen und dann dort die Einsätze der Polizei übernehmen, die meistens auf den Tod des Verdächtigen rausliefen. Außerdem gab es einige Gegnermodi, wo ein Team aus Polizisten bestand und das andere Team aus Gangstern und diese mussten sich dann irgendwie gegenseitig bekämpfen bzw. festnehmen. Aber GTA 4 ist nicht das einzigste Beispiel. Auch in GTA San Andreas hatte man die Möglichkeit, in jedem Einsatzfahrzeug Missionen zu übernehmen. Das ging eigentlich auch, wenn man sich in einer Hydra und dem Hunter befand.
und dann hatte der Verdächtige keine Chance mehr. Das Ganze ging bei Feuerwehrwagen, bei Krankenwagen und bei jedem Einsatzfahrzeug der Polizei, sowohl eben auch dem Hunter und der Hydra, und wie gesagt, dann war man wirklich überpowered und der Verdächtige hatte überhaupt keine Chance mehr. Diese Missionen haben in GTA 4 und GTA San Andreas wirklich ordentlich Spaß gemacht und somit könnte es gut sein, dass Rockstar diese auch zurück in GTA 5 bringen wird. Aber nicht nur in diesen alten Schinken gab es diese Missionen. Auch in der Story von GTA 5 findet man die eine oder andere Mission, in der ihr euch als Polizist ausgebt. Zum Beispiel die Mission, wo man mit Trevor und Michael zwei Supersportwagen aus dem Verkehr zieht und diese dann klaut. All diese Modis und Missionen fand ich jetzt in den Spielen mit am besten und ich bin mir sicher, dass es den meisten auch so geht. Der dritte Punkt, wieso ein Cop-DLC sehr realistisch ist, ist folgender. Viele Leute wollen es haben. Zu keinem anderen Update für GTA Online oder Wunsch-Update für GTA Online gibt es so viele Konzept-Webseiten, also gefotoshoppte, selber erstellte Webseiten, wo man Polizeiwachen und Fahrzeuge etc. kaufen kann, oder es so viele bzw. so eine gehypte Mod gibt wie für GTA. Es gibt eine Mod, die nennt sich LSPDFR und ist wohl die erfolgreichste Mod für ganz GTA 5. Dort kann man wirklich mit haufenweise Mods irgendwelche Verfolgungsjagden erleben, irgendwelche Bankräube erleben und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine übermäßig richtig, richtig heftige Mod. Aber wieso sollte Rockstar darauf hören? Wie wir gemerkt haben, hört Rockstar sehr stark auf die Community. Das war so beim Biker-DLC, was sich extrem viele gewünscht hatten und das dann auch gekommen ist. Und es war auch so bei dem erfolgreichen Tuners and Outlaws Trailer so. Aus diesem haben wir zwar nicht alles bekommen, aber zumindest mal zwei Fahrzeuge. Da Rockstar einfach sehr stark auf die Community-Wünsche eingeht und ein Cop-DLC wohl von jedem gehypt werden würde, ist das meines Erachtens einer der Hauptgründe. Den vierten Punkt habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber er ist extrem wichtig. Wir haben extrem viele Organisationen, die Verbrechen begehen in GTA Online. Die Biker, die Schmuggler und so weiter und so fort. Da braucht es doch mal eine Gegenorganisation und genau dabei wäre ein Cop-DLC perfekt. Wie man das genau umsetzen würde, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke wert. Der letzte Grund und der für Rockstar wahrscheinlich am ausschlaggebendsten ist es der, ein Cop-DLC ist für Rockstar extrem wenig Arbeit. Viele der Inhalte, die bei so einem Update erscheinen würden, sind nämlich schon im Spiel. Darunter irgendwelche SWAT-Wagen, die Polizeiwagen und die Polizeiwachen vor allem. Das heißt, Rockstar müsste eigentlich ziemlich wenig nur neu erstellen und müsste sich sozusagen nur ein Spielkonzept ausdenken, beziehungsweise eine neue Webseite, wo man halt die Fahrzeuge kaufen kann, den Zugang zur Polizeiwache ermöglichen und natürlich neue Missionen. Und das ist doch im Vergleich von einem Smugglers Run DLC oder irgendwie ein Gunrunning Update oder sowas eher weniger Aufwand bzw. Arbeit. Also, wir haben gemerkt, es gibt extrem viele Gründe, warum wir ein Cop-DLC erhalten werden oder erhalten könnten. Und ich bin mir auch sicher, dass wir dieses noch erhalten werden. Die Frage ist, wann? Da viele Modder bereits angeteasert haben, dass wir im Dezember kein Cop-DLC, sondern ein Hipster-DLC erhalten werden und ich diesen Moddern glaube, da sie einfach in der Vergangenheit schon oft recht hatten, gehe ich auch eher weniger davon aus, dass wir in diesem Jahr noch das Cop-DLC erhalten werden. Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es überhaupt noch bekommen werden und dass wir dann spätestens 2018 eben als Polizist in Los Santos rumlaufen können. Das waren jetzt 5 Gründe. Fallen euch noch mehr ein, schreibt sie mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich wirklich mal sehr, sehr stark interessieren. Da mir jetzt kein weiterer eingefallen ist, bin ich gespannt, ob euch noch welche einfallen. Aber wie genau könnte denn so ein Polizei-Update jetzt aussehen? Ganz einfach. Im Prinzip gäbe es eine verschiedene Arten von Missionen. Einmal, dass ihr als Polizist einfach irgendwelche Randoms, irgendwelche NPCs festnehmen müsst, da die irgendein Verbrechen begangen haben. Zweite Möglichkeit ist, dass ihr ein korrupter Cop seid, der sozusagen nur die staatliche Gewalt ausnutzt, um seinen eigenen Profit daraus zu ziehen. Oder Nummer 3 ist, ihr müsst immer in einer Lobby sein, wo verschiedene Organisationen schon aktiv sind und müsst diese dann aufhalten. Also im Prinzip müsst ihr wirklich gegen andere Spieler spielen, ihr spielt gegen NPCs oder ihr habt das gleiche Konzept wie jetzt, nur eben als korrupter Polizist. Welche dieser Optionen in Frage kommt, ich habe keine Ahnung, ich glaube am realistischsten ist das mit dem korrupten Cop bzw. der korrupten Polizei, da Rockstar da einfach am besten darauf eingehen kann, bzw. wenn ihr gegen andere Spieler spielt, ist es halt immer schwer zu wissen, was die anderen Spieler so machen, ob die wirklich aktiv genug sind, dass sich eben diese Polizei wirklich lohnt und ob es genug Spieler für das und das gibt.
Die vierte und letzte Option ist, die für mich in Frage kommt, dass das Ganze einfach nur eine Art Gegnermodus ist, dass ihr eben nicht in der Open Lobby als Polizist rumlauft, sondern nur in einem Gegnermodus. Allerdings würde das ziemlich wenig Sinn ergeben, denn irgendwie hat Rockstar ja schon neue, größere Gebäude angekündigt. Es könnte natürlich auch sein, dass das Ganze nur im Gegnermodus verfügbar ist, aber ihr dann in der Open Lobby eure Fahrzeuge kaufen könnt, also Polizeifahrzeuge kaufen könnt und die ihr nur in einer speziellen Polizeigarage irgendwie abstellen könnt und deswegen würde das Ganze dann auch Sinn ergeben. An der Stelle mich jetzt auf jeden Fall mal raus, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann könnt ihr einfach das Ganze mal mit euren Freunden teilen oder mir ein Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen und euch kostet's nichts. Das Hashtag heute ist auf jeden Fall Hashtag Polizei und jetzt bin ich raus, habt noch einen hammergeilen Tag, bis bald und Peace!